Allgemeine ist kurz zur Wahrnehmungsforschung, auch zur, wie empfinden oder wie nehmen Menschen, Zuschauer, Fernsehbilder oder Webbilder wahr. Der Fernseher strahlt ganz viel Signale aus. Der erste Filter hier ist die aktuelle Situation, in der sich der Zuschauer befindet. Das ist vielleicht, sitzt der ganz gespannt in irgendeinem Seminar und guckt da ganz konzentriert drauf. Das kann aber auch in der Kneipe abends sein, nach dem fünften Cuba Libre. Da kann ich nicht mehr damit rechnen, dass die Message so ankommt. Und der zweite Filter, der auch wieder ein bisschen der Information, die ich ausstrahle, schluckt, ist die persönliche Biografie, vielleicht auch der Intelligenzquotient des Zuschauers und auch seine Glaubensgrundsätze. Wenn ich ihm was vermittle, was ihn sowieso nicht juckt, wird er vielleicht gleich abschalten oder lässt das an sich vorbeiplätschern. Kleines Beispiel aus dem Alltag. Ich arbeite beim WDR für ein interkulturelles Magazin und wir haben immer die Erfahrung gemacht, wenn wir kontrapunktmäßig arbeiten wollten, sprich wir wollten eine Kopftuchfrau zeigen, die nicht in ihrer Funktion als Kopftuchfrau auftaucht, sondern irgendwie eine ganz coole Streetworkerin ist, verliere ich in den ersten Sekunden die Zuschauer, die keinen Bock haben auf Kopftuchfrauen und die dann sagen, ach schon wieder so eine blöde Kopftuchfrau. Ja? Wir machen das trotzdem, weil wir die Leute auch an was Neues gewöhnen wollen und immer wieder zeigen wollen, die macht aber noch was, außer dass sie einen Lappen auf den Kopf hat. Ja? Also die ist ein Mensch darunter und die hat Hobbys und vielleicht einen coolen Job. Und interessant ist ja, dass andere Sendungen genau das Gegenteil machen. Die setzen dann die Kopftuchfrau rein, weil sie wissen, die Leute wollen sich darüber aufregen. Ja, klar, das kommt eben darauf an, was man gerne möchte. Ja, ja, das ist aber dann meistens auch noch auf dem gleichen Sender. Also das finde ich dann mal interessant. Ich weiß, was denkst du da jetzt an welcher Sendung? Welche, was war denn das? Vater oder sowas? Da weiß ich, die wurde da reingesetzt, ja. Ne, weil man da so einen Punkt haben wollte, wo man sich. Ja, das arbeitet. Stimmt. Ja, doch, stimmt. Ich weiß sogar, was du meinst, ja. Ja, kommt eben darauf an, was man will. Jede Redaktion hat ja so ihre eigene kleine Mini-Philosophie. Und das ist eben so, dass da die Linie des Hauses nicht immer gleichmäßig verteilt ist, aber vielleicht auch mit so einer Provokation eben die Leute dran gewöhnen. Kann ja auch sein. Indem ich immer wieder provoziere, lässt ja der Reiz nach. Ne? Kann funktionieren. Ich bin Fan von geskripteten Drehbüchern für normale Berichterstattungen. Das heißt aber nicht, dass ich mich als Fernsehjournalistin nicht vorher hinsetze und vor dem Dreh überlege, was erwartet mich da wahrscheinlich, was davon kann ich brauchen. Ich gehe nicht hin und sammle wie ein Eichhörnchen und drehe von morgens bis abends alles. Ja? Das ist so ein klassischer Anfängerfehler, wo man muss ganz Szene verpassen. Ja, wobei, Antithese, RTL arbeitet so. Super Nanny arbeitet so. 14-Stunden-Tage, wo auch etwa 10 Stunden Drehmaterial pro Kamera und es sind mehrere Kameras. Ja, da kommt schon Scheiße da raus. Ja, ich sag's ja nur. Und die beeinflussen es auch. Ja, ja, natürlich auch. Ja, ja, ja. Die sagen so, ja, streicht euch. Genau, natürlich. Also das ist aber dann auch ein geskriptetes Drehbuch. Ich weiß das von einer Kollegin, die hat eine eigene Firma und arbeitet dort auch zu. Da wird vorher aufgeschrieben, was sehr wahrscheinlich passieren wird. Ja, also man denkt sich, genau, und dann schreibt dir der Redakteur, der liest sich das Drehbuch vorher durch und sagt so, schön, schön, zeig mir das mal vor deinem Dreh. Hier sehe ich eine ganz tolle Stelle, wo die Hauptfigur mal richtig abholen könnte und schreib dir das in dein Drehbuch. Dann hast du als aufrechter Journalist ein Problem vor Ort, weil du musst irgendwie, wenn du siehst, die Hauptperson ist an irgendeiner Stelle empfindlich, musst du da reinbohren. Du als normaler Mensch sagen würdest, Schweinerei, warum soll ich das tun? Macht das meinen Film schöner? Nein. Ja? Also ich arbeite nicht so, aber natürlich überlege ich mir auch vorher, welche Bilder mich da erwarten und was ich brauche für meinen Film, weil ich möchte ja durchaus Emotionalität. Argumentativ ist es so, neben dem reinen Storytelling an sich mit der Heldenreise überlege ich mir, was ist mein Kernsatz, was ist die Kernaussage meines Films? Und das kann man sich auch vorher überlegen. Es sei denn, ich mache eine Reportage und weiß überhaupt nicht, was an dem Tag passiert. Aber vielleicht mache ich was über Altenpflege. Ich habe recherchiert gründlich. Ich weiß, dass die Altenpflege, so wie sie heutzutage bezahlt wird, eigentlich nicht mehr auf einem Niveau leistbar ist. Das heißt, dass die mobilen Altenpflegerinnen eigentlich irgendwie in Zeit dazu kommen vor Ort bei den alten Leuten oder dass sie eben dem nicht gerecht werden mit der Pflege. Das könnte ein Kernsatz sein. Altenpflege, so wie sie heute läuft, ist entweder zu teuer oder ist eben nicht menschenwürdig. Wenn ich diesen Satz im Kopf habe, überlege ich mir vorher, wie ich das bildlich darstelle und ich recherchiere natürlich gründlich, welche Argumente habe ich dafür. Ja, passende Bilder, das ist dann selbstredend.
Interviews online, bis zu 20 Minuten, manchmal auch 40 Minuten, die geguckt werden. Und in dem Moment, wo wir das zusammenfassen, indem wir zum Beispiel einen Nachrichtenfilm machen, wo gesagt wird, und der hat bei uns das und das gesagt und außerdem hat er noch das und das gesagt, der hat auch das und das gesagt. Was du ja im Nachrichtenfilm machst, wird sehr kritisiert. Oder wir haben Trailer mal früher gemacht, wo wir das angeteasert haben und haben gesagt, das Highlight in dem Interview ist das, das und das. Wurde, war sehr stark kritisiert und schlecht bewertet, weil nicht authentisch und aus dem Zusammenhang gerissen. Also es wird, werden wir ja, im ich Film... Ich kann das ganz schlecht so sagen, ich müsste die Filme mal sehen. Ja klar, nein, es ist halt im Film oder im Fernsehbeitrag, im Klassischen, stelle ich ja neue Zusammenhänge her, indem ich den O-Ton mit Bildern konfrontiere, die in einem bestimmten Licht erscheinen. Ja, vielleicht noch einen kleinen Hinweis. Also wenn der Zuschauer stutzig wird, ja, der Zuschauer hat immer recht. Das klingt jetzt doof, damit meine ich nicht motzige Kommentare, sondern damit meine ich, wenn eine Störung in der visuellen Vermittlung von Informationen ist, dann hast du es irgendwie nicht so plausibel zusammengebastelt, dass der Zuschauer dir folgen konnte. Aber das Zusammenbasteln ist im Web schon ein Kritikpunkt. Das, weil er sieht, es ist offenkundig, dass gebastelt worden ist, dass ein Autor... Das sollte so ohne Schnitt, also ein One-Shot, oder? Ja, natürlich. Der Idealfall ist ein One-Shot. Das ist wirklich der Idealfall. Der Idealfall ist ein One-Shot, in dem ich eine Geschichte erzählen kann. Oder in dem ich eine Information übermittle und eine Emotion. Warum siehst du das nicht? Bitte? Wenn der Zuschauer sich das wünscht, warum nicht? Doch, machen wir das. Wir machen das zu 95%. Das sind halt die Ausnahmen. Wir machen Nachrichtenbeiträge, weil die auf anderen Portalen gerne vertrieben werden und die stellen wir auch online. Die Trailer haben wir weggelassen. Das haben wir weggelassen. Sondern wir zeigen nahezu ungekürzte Interviews. Und die werden gutiert. Im Gegenteil, wir haben zum Beispiel das Rezept. Das ist eine Talkshow und die erste Begrüßung mit dem Gast drehen wir mit. Und zwar genau so, wie sie ist. Nicht gestellt, nicht nach dem Motto, wir reden vorher miteinander. Und das ist der Gag. Du siehst, du nimmst teil als Zuschauer ab der ersten Sekunde. Der Gast kommt aus dem Aufzug, du begrüßt ihn, du lernst ihn zum ersten Mal in deinem Leben kennen und der Gast kriegt mit, wie der Moderator, oder der Zuschauer kriegt mit, wie der Moderator zum ersten Mal diesen Gast kennenlernt und was der für erste Worte mit dem wechselt. Das ist das, was die wollen. Und dann geht ist, das. Ist aber noch nicht im Gegensatz zum Storytelling. Nein, ich sage auch gar nicht, dass im Gegensatz. Ja, das ist ja dann wieder authentisch, absolut, logisch, innerhalb der natürlichen Handlung, die ja in echt auch so passiert. Natürlich. Nein, im Gegenteil. Ich würde sogar sagen, unser Format ist klassisches Storytelling, also eine Talkshow. Das ist halt eine Detektivgeschichte. Da gibt es einen Journalisten, den interessiert einen Menschen und der versucht im Lauf dieses Gespräches kennenzulernen. Mal mit mehr oder weniger Erfolg. Wobei, das ist schon ein Punkt, auch mal mit weniger Erfolg. Das heißt, manchmal ist die Geschichte nicht so stark. Na gut, das hast du ja noch. Ich kann jetzt eigentlich nur anbieten, dass wir morgen weiter diskutieren. Vielleicht machen wir die Session einfach, dass wir das anbieten, zusammen nochmal.